Nach den guten Resultaten, die ich mit den ersten Versionen eines Wagnerschen Hammers erzielen konnte, habe ich ein weiteres Design aus meiner Restekiste entwickelt. Nummer 3 besteht aus einem Rahmen aus Flacheisen mit einem Stahlrohr als Kern, auf dem 400 Windungen Kupferlackdraht aufgewickelt sind. Das Magnetfeld wird über den Rahmen so geführt, dass der Kreis über ein bewegliches Stück Stahlrohr geschlossen wird, sobald die Spule bestromt wird. Der verwendete Flachstahl und das Stahlrohr sind alles andere als optimal, so dass Wirbelstromverluste und magnetische Sättigung einen merklichen Teil der eingesetzten Energie aufzehren. Das bedeutet aber keinesfalls, dass Version 3 meines Wagnerschen Hammers nicht funktionieren würde. Als Elektrode verwende ich hier ein Stück 0,2 mm Wolframdraht. Das Ergebnis der Gravur fällt weniger tief aus als bei meinen bisherigen Versuchen, die Linien sind aber dennoch klar zu erkennen. Gehen wir mit etwas mehr Systematik an die Sache heran und messen als erstes den maximalen Strom, der durch die bislang gebauten Spulen an 12 Volt Gleichspannung fließt. Bei Version 1 sind etwa 6 Ampere zu messen, bei Version 2 sind es etwa 5 Ampere und bei Version 3 etwa 3,5 Ampere. Zu sehen ist, dass der abgelesene Wert während der Messung abnimmt, was daran liegt, dass sich der Spulendraht aufgrund des fließenden Stromes zum Teil deutlich erwärmt. Als Kräfte, mit welcher die Magneten bei diesem Strom ziehen, messen wir nicht ganz 30 Gramm, etwas mehr als 60 Gramm und etwa 180 Gramm. Bei Version 2 und 3 ist der verbleibende Luftspalt maßgeblich für die Hubkraft verantwortlich, daher wurde die Messung so vorgenommen, dass bei angezogenem Magneten ein Spalt von etwa 1 mm verbleibt. Für die Funktion als Hubmagnet ist eine möglichst große Kraft bei möglichst kleinem fließenden Strom gewünscht. Für den Einsatz als Wagnerscher Hammer kommt allerdings noch eine zweite Funktion ins Spiel, die möglichst hohe Zerstörungskraft an der Spitze des Hammers und für diese ist ein eher hoher Strom von Vorteil. Für den Wagnerschen Hammer gilt es also, einen guten Kompromiss zu finden. Um in diese Richtung besser experimentieren zu können, habe ich Version 2.1 entworfen. Dieser arbeitet wie Version 2.0 mit einem komplienten Mechanismus zur Führung des Hammers. Der Elektromagnet ist allerdings seitlich dieser Führung angebracht. Somit kann ein Draht von oben in das Messingröhrchen, das als Hammer dient, eingeführt werden. Mit Drähten als Elektrode habe ich die bislang besten Ergebnisse beim Gravieren erzielt. Fixiert wird die Elektrode mit einer Schraube unten an dem Röhrchen. Strom und Kraft sind gleich mit Version 2.0, da hier derselbe Elektromagnet zum Einsatz kommt. Hier graviere ich eine weitere Stahlscheibe mit Hilfe des 0,2 mm Wolframdrahtes. Als Kühlmittel fungiert Leitungswasser ohne eingeschaltete Pumpe. Im Gegensatz zum klassischen Funkenerodieren spielt die Leitfähigkeit eine nicht so große Rolle, daher muss kein entionisiertes Wasser verwendet werden. Zu hören ist, dass der Hammer hin und wieder hängen bleibt. Die gravierten Linien der 15 x 16 mm kleinen Grafik sind schön glatt, aber an einer Stelle, an welcher die Elektrode kleben geblieben ist, klafft eine Lücke. Wie gesagt, Version 2.1 ist aufs Experimentieren ausgelegt, daher habe ich auf der Rückseite des Rahmens einen zweiten Elektromagneten gleicher Bauart montiert, der ebenfalls an dem Anker zieht. Im ersten Anlauf schalte ich die beiden Spulen in Reihe. Damit halbiert sich der Strom auf nur noch etwa 2,5 Ampere.
Als Hebekraft sind etwa 40 Gramm zu messen, was deutlich weniger ist als die 60 Gramm mit nur einem Elektromagneten, da die in Reihe geschalteten Spulen einen deutlich geringeren Strom ziehen. Gravieren wir nun mit eingeschalteter Pumpe die nächste Scheibe. Auch hier ist zu beobachten, dass die Elektrode kurz hängen bleibt. Alles in allem klappt das Gravieren mit dem niedrigsten Strom der Versuchsreihe aber gut. Als Ergebnis erhalten wir sehr feine Linien. Besonders an den Pupillen des Pinguins ist deutlich zu erkennen, dass hier zwei Ovale dicht beieinander liegen. Der geringere Strom trägt nicht so viel Material ab, die Gravur ist entsprechend weniger tief, womit derartige Feinheiten besser zutage treten. Für die nächste Gravur werden die beiden Spulen parallel geschaltet. Der fließende Strom steigt somit auf 8 Ampere, die Hubkraft des Hammers auf 130 Gramm. Mit diesen Werten bleibt die Elektrode kein einziges Mal hängen, die Gravur wird problemlos abgearbeitet. Dabei sind die kräftigeren Funken auch deutlich lauter. Wie erwartet sind auf der fertigen Scheibe die Linien tiefer graviert. Entsprechend sind die beiden Ovale an der Pupille des Pinguins nicht mehr so klar voneinander getrennt. Halten wir also fest, dass die Kraft, mit welcher der Hammer nach oben gezogen wird, nicht zu klein ausfallen darf, da die Elektrode ansonsten mit dem Werkstück verschweißen kann und dass ein höherer Strom tatsächlich zu einem stärkeren Materialabtrag führt. Daher habe ich Version 3 nun mit einer Spule mit nur 200 Windungen Kupferlackdraht versehen. Deren Kern besteht außerdem aus Ferrit, da der Hammer aufgrund der Restmagnetisierung an dem Stahlrohr immer mal kleben geblieben ist. Der Strom beträgt nun etwa 5 Ampere. Die Hubkraft sinkt auf etwa 90 Gramm. Der Lüfter sorgt dafür, dass der Elektromagnet im Dauerbetrieb nicht abbraucht. Design Nummer 3.1 meines Wagnerschen Hammers arbeitet trotz des sehr improvisierten Aussehens sehr gut. Mit dem nun höheren Strom graviere ich die letzte Metallscheibe für dieses Video. Für weitere Experimente habe ich dünneren Draht für den Einsatz als Elektroden geordert, um zu prüfen, ob damit tiefe und gleichzeitig dünnere Linien machbar sind. Wenn ihr mich in meinen Experimenten unterstützen möchtet, könnt ihr eine hier zu sehende Homofaziens-Coin auf meinen Seiten erwerben. Vielen Dank an alle, die schon in meine Projekte über diese stahlharte Währung investiert haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!